Hallo und willkommen zurück zum Let's Play Dissidia Final Fantasy mit mir, dem Levitan 2. Wir sind hier gerade praktisch im Finale von Terra Story und ja, kämpfen wir uns noch ein bisschen durch. Kefka wartet. Ja. Piu. Es ist so toll. Die meisten sterben einfach so, also die meisten werden einfach sofort demoralisiert. Willst du es nicht holen gehen? Noch fertig. Piu. Ich muss jetzt schauen, dass ich keinen Schaden nehme. Aber das sollte ich ja gemacht haben. Auf flachen Ebenen. Die Feuerkugel am Boden. Also vielleicht gegen schnelle Charaktere. Oder andere mit gutem Fernkampf. Können in der Zeit Schaden anrichten. Ja. Gegner in 10 Sekunden demoralisieren. Oh. Okay, das könnte. Ja, ich weiß, du bist Ex-Dev, aber block nicht alles. Idiot. Diese Schutzmauer brauche ich jetzt eigentlich nicht. Schluss mit lustig. Ich hatte ihn doch in. Heim, ja, okay. Ich war jetzt verwirrt, weil da nicht stand V-Pischers genutzt. Ich hole mir alles zurück. Ja, alle meine Vorhersehungspunkte. Gib mir. Ja. Ich gehe davon aus, dass einer der zwei dort noch einen Heiltrank spawnen wird, sobald ich ihn besiegt habe, aber ich weiß nicht welcher. Schade war das jetzt nicht so ein Töte ihn in 10 Sekunden oder demoralisiere ihn in 10 Sekunden. Weil. Ja, das ging schnell. Das war. Einfach. Zu einfach. Kritischer Treffer in 10 Sekunden. Oh je. Aber der weicht allem aus. Das ist einfach ein falscher Veteran. Ich mach zuerst den hier oben. Ich weiß jetzt schon, dass er allem ausweichen wird, aber. Kann es ja versuchen. Photosynthese. Komm schon. Echt jetzt? Das ist dein Ziel? Warum du bist am Boden? Nochmal, komm. Ich will schauen, wie ich. Autsch. Wäre für den finalen Boss gar nicht mal so schlecht. Piu, piu, piu. Ah, voll gegen die Wand geklatscht. Immerhin hat er hier nichts. Ja, ich kann es jetzt auch am Boden.
Letzte Chance aktiviert. Wow, ich habe genau... Das... Okay. Eigentlich hatte ich null, als ich den Angriff eingesetzt habe. Und war das Spiel nochmal gütig mir gegenüber. Nicht so sehr dem Gegner. Okay. Gegner in die Wand rammen. Kommt wieder ein bisschen aufs Level an. Das könnte gehen. Ah, warum bist du nicht da hineingerammt? Okay, lassen wir das. Ja, dein Nachtleuchten ist egal. Man kann nicht zu schnell ausweichen, also man kann schon relativ schnell ausweichen, wenn man von den Grind-Schienen runterkommt, aber er hat es anscheinend nicht mehr geschafft. Der Dämon war wird aufgeladen, was toll ist, weil jetzt ein Boss kommt. Okay, hier wird's gespawnt. Den möchte ich auch noch besiegen, bitteschön. Ich habe gelernt, ich weiß, was sie jetzt macht. Oh. Sorry. Es war fast schon zu einfach. Okay. Thank you for the match. Ja, wow. Aber nicht schlecht. Und noch ein... Na, hinter mir? Nicht? Okay. Dann ist wohl Boss Time. Gegen Kefka. Hello, my pretty. Oh, another treat for me? You shouldn't have. Kefka, what have you done to the boy? Who cares about that whelp? So how about it? Are you ready to come with me and destroy the world? I am not like you. Oh, but you are. No use acting holier than thou. You know you'll hurt more people when you lose control again. I found a future that I want to protect. No matter how strong my powers become, I will never lose sight of my dream. Hmm, you done? Good. Well, in that case... Let us destroy everything. Cloud! Now, what will you do? Will you both surrender to our powers? Or will you? We'll write it out, all three of us. You're all right! I told you I'd protect you. Now, you can leave this nasty one to the two of us. Right. And I must... If you'd just let your powers take over and destroy your mind, you would have made such a better toy. How could you? Oh, forget it. A coward that refuses to destroy anything is better off being destroyed by me! Ha 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 ha!
Was that it? I want to play more! I mustn't ruin everybody's hopes. Hopes aren't worth dirt! I'm going to destroy everything! I won't let you get away with it! Möge der Kampf beginnen. Schau. Oh, sorry. So. Reicht es, um ihn zu erledigen? Vielleicht. Hoffentlich. Gut. Kefka ist so ein Kampf. Den möchte ich nicht in die Länge ziehen. Das endet nur übel für mich. Aber zum Glück musste ich das ja auch nicht. Genau. Thank goodness. Terra, you okay? You too. I'm so glad. Could this be my power? What did I tell you? I knew you'd find it. Thank you. But there's no time to rest. Remember, the others are still on their journey. Yes, the real fight is yet to come. We'll join them. Let's go. A dream can be about the smallest things. Having a dream gives a person strength. And that strength, in turn, will always lead to another dream. The girl feared to act because of the powers she possessed. But meeting her companions gave her a future she could believe in, and that belief became her crystal. The trio sets out to meet their other comrades, to share new dreams and turn them into a future to believe in. Da, 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 da. Ah, auch geschafft. 200 Punkte wieder einmal. Ja, war gar nicht so eine schlechte Runde mit der Matra. Matra, okay. Andere Bereich ist egal. Kampffigur ist auch egal. Ja. Wir haben noch ein bisschen mehr als 100, die uns gefehlt haben. Es gibt nur ein Ziel, aber so viele Wege und viele Gefühle, die tief im Inneren ruhen. I have only one goal. I won't allow for distractions. Can you carve out your path without the help of others? Ja. Aber das war ja eigentlich genau die Szene, die wir schon mit Cloud hatten. Komisch. Zwischensequenz überspringen.
Es gibt nur noch eine Story, die übrig bleibt. So wenig Prozent durchgespielt? Ich bin fast ein bisschen enttäuscht von mir. Sogar das Tutorial habe ich nur zu 93% durchgespielt. Okay. Also, das Weglicht. Der Krieger glaubt fest an das Ende und tritt der Dunkelheit entgegen. Hier nimmt alles seinen Lauf. Ja. The world is shrouded in darkness. It seems that Chaos's shadows would engulf all. But light is not gone. The crystals, shining even in the depths of despair. It is said that hope can be restored if the 10 surviving warriors can take hold of them. Now, the journey begins for the Warrior of Light. Ja, das Wegelicht. Ich bin der Gott der Zwietracht. Mir steht die Herrschaft über diese Welt zu, oder nicht? Ja, und es liegt an uns, Kosmos zu besiegen und die Welt in die Wirren zu stürzen. Sobald meine Kraft wiederhergestellt ist, sollte dieser Krieg nur eine Formsache sein. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis alle für den Sieg nötigen Schachfiguren versammelt sind. Aber irgendetwas macht mich stutzig. Garland, kann ich deinen Worten doch trauen? Aber natürlich, Chaos. Trau ihm nur, solange du willst, du Gott der Zwietracht. Die Story, wie sie bis... Ich spüre deine dunkle Präsenz. Will sich mir da jemand in den Weg stellen? Der Krieger des Lichts besticht durch seine Ausgewogenheit. Mit seinen facettenreichen Mutangriffen gleicht er dem Mangel an LP-Angriffen aus. Ja. Ich finde es nur ein bisschen komisch. Hier. Wie soll ich dem sagen? Es sieht so aus, als möchte das Ganze... Die Story hier mit dem Krieger des Lichts jetzt quasi so das Ganze aufbauen. Aber es ist die schwerste Story der Charakterstories zusammen mit Terras. Also ist es ein bisschen, naja, Leute würden das ja wahrscheinlich als letztes spielen. Aber ja, egal. Warte noch. Ich will noch. Naja. Fertigkeiten. Habe ich ja wahrscheinlich eh nichts Neues. Immerhin die Leuchtwelle habe ich schon. Ausrüstung? Ja, da habe ich ein paar bessere Sachen gekriegt. Die Hortklinge. Nehmen wir hier die Fellhandschuhe. Fellhelm. Noch ein Level, okay. Dann haben wir noch Platz für Accessoires. Ja, den Kraftring haben wir schon einen. Zweiten, dann machen wir noch einen dritten, weil wir drei haben. Esper holen wir uns erst noch. So, und dann, ich meine, Krieger des Lichts haben wir eigentlich schon mal gesehen. Keine allzu große Überraschung eigentlich. Ja. Weg mit dir. Ich habe gerade gesehen, dass ich für diesen Kampf doppelte Erfahrung kriege. Dementsprechend ist es besser, wenn ich dich mit so viel Schaden wie möglich erledige. Eigentlich sollte ich mir schauen, dass seine Demoralisierung wieder weg ist, damit ich ihn wieder demoralisieren kann. Vielleicht sogar mit einem Mega-Angriff. Ja, wenn ich... Okay, das mache ich jetzt nur, weil ich weiß, dass ich doppelte Erfahrung für den Krampf kriege. Also möchte ich ihn gern so
übelst wie möglich besiegen. So. Weil er... Autsch. Er lässt das ja im Moment auch noch zu. So, okay, haben wir das. So. Und jetzt in der richtigen Reihenfolge drücken. Runter, links, rechts, rechts, oben, links. Perfekt. Bringt's mir was? Mal schauen. Kommt drauf an, wie viel Erfahrung ich dafür kriege. 5000. Das sollte für einen Level 1 Charakter relativ gut sein. Das reicht für ein Level. Ja, war vielleicht das Ganze nicht wert. Aber vielleicht doch, wer weiß. Den hier machen wir auf jeden Fall schneller fertig. Weg mit dir. Aha. Brauche ich den eigentlich noch? Wahrscheinlich nicht. This victory will be remembered. Das war viel zu einfach. Juhu. So, noch irgendetwas, das ich hier kriegen soll. Ein Kraftring. Brauche ich nicht mehr. Und bevor ich es noch fürs nächste Mal vergesse. Panzerrüstung besser ist. Beim nächsten Kampf dreifache Erfahrungspunkte. Wow. Okay. Aber wir machen jetzt nicht mehr extra Abenteuer dafür. Aber wir machen den nächsten Kampf dafür beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr schaltet auch dann wieder ein. Und in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis dann.